Herzlich willkommen zurück zu Modern Warfare 2. Wir sind hier bei der Nachricht des Tages. Und da sehen wir auch unser Ziel des Tages. Der Fahrt des Ronin. Die Armbrust, das ist jetzt und hier unser Ziel. Unsere Verhaltensregeln, ja, genau. Mit den Katzenohren. Alter, was mit dem falsch? Oh mein Gott, Hilfe. Nein, ja, wir wollen hier im Event weiterkommen. Das ist gerade unser Ziel. Und wir wollen hier hinten die Armbrust freischalten. Dafür müssen wir hier bekanntlich noch ein bisschen was tun. Genauer genommen 7 Zielverteidigungsabschüsse. Die sollten wir ja, denke ich, hoffentlich mal in einer Runde schaffen. Ja, hier gehen wir hin. So, dann schnelles Spiel haben wir bereits ausgewählt aus der letzten Runde. Oder aus der letzten Folge eher gesagt, Stellung und Herrschaft. Das sind, denke ich, 2 Modis, die sind sehr, sehr gut dafür geeignet. Battle Pass hatten wir jetzt auch nichts mehr weiteres. Was hat man denn hier noch freigeschaltet? Die hier. Ah ja, M4, genau, da war was. Aha, SO14. Die könnten wir auch vielleicht nochmal testen. Die, ja klar, die hatten wir ja auch schon gespielt. Genau. Sonst hatten wir hier eigentlich nicht mehr so viel freigeschaltet. Alles klar. Ja, ich würde sagen, wir... Nein. Halt. Hier wieder rein. Wir starten hier rein. Ne? Klar, schnelles Spiel. Wir suchen uns hier schnell eine Lobby. Wir haben genau nur die beiden. So, tägliche Herausforderung. Wir müssen nochmal gleich mit dem Werfer was machen. Also genau genommen einen Abschuss. Damit wir hier auch... gut dabei sind. Dann kriegen wir nämlich endlich die Bonus-Herausforderung freigeschaltet. Dann können wir auch mal schauen, was denn das sein soll. Da bin ich gespannt. Können wir reinschauen, wie viele Level fehlen uns denn jetzt noch? 50 Level, dann sind wir Prestige 3. Wir haben ja gerade eben die Prestige 2 erreicht. Wie sieht unsere Statistik denn aus? Na, ich wollte doch gerade in die Statistik... Ja gut, okay. Dann halt nicht. Schauen wir gleich nochmal nach. Der Feind sichert Alpha. Feind am Boden. Bravo gesichert. Gehen wir mal rein. Charlie wird gesichert. Herrschaft. Wir haben Alpha verloren. Kontrolliert Charlie. Ah, shit, einen Schuss habe ich absetzen können. Mehr leider nicht. Aber jetzt schnell, schnell, schnell. So, Zielverteidigungsabschüsse. Das heißt, wir müssen den Punkt schon bereits halten. Und ich muss hier in der Nähe sein. Das sind wir hier eigentlich ganz gut. Sichtkontakt zu einem. Pass doch auf! Angriff. Das war ein Verteidigungsabschuss, nur noch 6 dann. Ja, die Runde ist schon halb rum, ne? Aber ich denke, wir sollten das trotzdem hinkriegen. Den Schuss nur noch. Ein Assistant. Nachgeladen. Rein da. Hammer. Kampfwut. Wir erobern Alpha. Shit. Der Feind erobert Bravo. Scheiße. Der Feind kontrolliert 2 Zielobjekte. Angreifen. Der Feind kontrolliert 3. Wir haben 3. Ach, scheiße, das hing da an der Wand. Ich dachte, das ging in den Flur daneben. Habe ich nicht richtig aufgepasst. Sehr ärgerlich. Komm, ich will das noch in dieser Runde hier hinkriegen. Fuck. Ah, oben vom Dach, scheiße. Da bin ich selber in meinen Tod reingerannt. Schnell, wir halten die Punkte. Das heißt, wir können jetzt ganz gut verteidigen. Beziehungsweise diese 6 Kills noch hinkriegen.
Ah, shit. Gewehr, ne? Ja, ja, Gewehr, Sniper. Ja, mit einem Sturmgewehr gegen einen Sniper ist halt einfach unfair, ne? Ganz ehrlich. Da hast du halt echt schlechte Chancen. Da oben sitzt, glaube ich, einer. Setze Bohrladung ein! Der Feind kontrolliert zwei Zielobjekte. Erobert sie! Nope, das war wohl nix. Zwei. Also noch vier Stück theoretisch. Wenn wir denn nah genug dran waren, ich weiß es nicht. Kann sein, dass wir da noch hätten etwas näher dran sein müssen. Ja, es ist fast durch die Runde. Scheiße, da war ich auch zu langsam für. Ah, von hinten, scheiße. Verdammt. Ach, Kacke. Kacke, Kacke, Kacke. Jetzt aber schnell. Der Feind hat Alpha eingenommen. Ah, scheiße. Jetzt aber schnell hier auch in die Verteidigung. Ah, zu langsam. Ach, hier waren wir zu langsam. Der Feind erobert Bravo. Scheiße. Scheiße! Ja, ein Assistant bringt mir gar nichts. Oh! Da habe ich gesehen, oben das Fenster. Ach, da unten war auch noch einer. Verdammt. Ja gut, dann habe ich einfach zu viel von mir gezeigt. Feindliche Drohne aktiv. Charlie gesichert. Hey, nähere dich von hinten. Oh, Scheiße. Das war knapp. Wir werden schwer gefordert. Unter direktem Beschuss. Werfe Bohrladung. Scheiße, hätte ich mal doch. Wäre ich mal bei der Flinte geblieben. Auf die Distanz auf jeden Fall eine tödliche Sache. Ah, 200 zu 190. Leider verloren. Ich denke, wären wir nicht in einer halben Runde dazu gestoßen, sondern zu Rundenbeginn, dann hätten wir das mit der Herausforderung vielleicht sogar noch geschafft. So, wenn wir schnell sind, können wir gleich nochmal eben reinschauen, wie viel Fortschritt wir da jetzt gemacht haben und wie viele noch fehlen. Ne? Ah, zwei Abschüsse noch. Zwei nur. Schade, sonst hätten wir die Waffe jetzt schon. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Sowas ist auf jeden Fall sehr, sehr ärgerlich. Ja, Wiedereinstieg brauchen wir nicht. Kampfwut brauchen wir auch nicht mehr. Tragbares Radar hört sich nicht schlecht an. Und Störmine. Munition wäre vielleicht interessant. Weil mit der Waffe geht uns doch ab und zu die Munition aus. Zumindest beim Sturmgewehr. So eine Tasche wäre dann schon ganz geil. So, wir kommen gerade an. Sehr schön. Nice.
Na dann. Ich würde mal sagen, let's go, ne? Stellung. So, das Ziel direkt rein. Jogando Granada. Gebiet bestätigt. Zur Stellung vorrücken. Wir fertig. Direkt einen, das heißt noch einer und dann haben wir's. Dann mal zügig hier. Ah, scheiße. Schnell da rein. Ja, wir müssen von der anderen Seite mal ran. Assistant, 150, dann sind das drei Assistants, ne? Ah, von da kommen sie jetzt, super. Ha, scheiße. Ah, shit. Aber wieder ein Assistant. Ah, ne, 75 gibt einen. Okay, dann war das vorhin nur zwei Assistants. Ich dachte, die geben 50. Ha. Bedrohung in den Perimeter. Stellung kompromittiert. Ach, shit. Ich hätte das weiter links werfen müssen. Verdammt. Tja, hätte ich das mal gewusst, ne? Hätte ich das mal gewusst. Aber jetzt weiß ich es besser, ne? Feindliche Ziele bei der Stellung. Nee, leider kein Kill mehr gemacht. Feindliche Aerosolbomben bei eurer Position. Die Stellung ist verlegt. Bereithalten. Direkt zwei rausgenommen. So muss das. Ja, wenn du nichts siehst, kannst du auch nicht ausweichen, ne? So, Doppelabschuss. Sehr schön. Ach, scheiße. Der hatte auf jeden Fall in der Ecke noch was vor, wenn er da schon mit Trommelmagazin sitzt. Glaubst du ja gar nicht, ehrlich. Kannst du dir nicht vorstellen. Ach, scheiße. Der hat's echt geschafft, ey. Ja, moin. Ach, verdammt. Ach komm, der lag da wieder. Mann, müssen die immer rumliegen. Widerliche Kinder, ehrlich. So, tragbares Radar. Oh, okay. Oh, shit. An der Tür hängen geblieben. Wollte wieder zurück, aber... Tat war wohl nix. Verdammt! Vier Kills erst, läuft gerade nicht ganz so gut, ne? Stellung kompromittiert. Aber kommt noch, kommt noch. Wir haben das halbe Feld verloren. Das Glück, dass ich hier bin getroffen. Fuck, nein. Mit meiner Waffe! Magazinwechsel! Zielort aktualisiert. Feindliche Vorräte wurden eingesetzt. Munisaki! Ach, der Punkt wurde schon verlegt. Scheiße. Ja, dann aber jetzt schnell. Dann aber schnell. Verdammt! Zu früh nachgeladen. Scheiße, ich dachte, der wäre schon tot. Verdammt, nein.
Verdammt. Zu tief gehalten. Bedrohungen im Perimeter. Kriegen wir aber noch hin. Neues Magazin. Ah, scheiße. Feindliche Ziele bei der Stellung. Kommt noch ein Verteidigungskill, wenn ich mich nicht irre. Ah, scheiße. Hinter dir. Stellung wurde verlegt. Zielgebiet sichern. Der ist schon down, das ist gut. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Hier ist ein feindlicher Kämpfer. Im Bereich. Ich gebe dir Rückendeckung. Ach, raus! Tragbares Radar eingerichtet. Granatwechselmagazin. Scheiße. Ja, wir haben es geschafft. Das war's. Wir haben jetzt die Armbrust freigeschaltet. Da stand gerade Ronan. Das müsste das gewesen sein. Scheiße. Magazinwechsel! Ziel ausgeschaut. Oh shit. Ich dachte, die wäre auf der Treppe und die würde mich nicht erwischen, die Granate. Schade. Feindliche Ziele bei der Stellung. Oh, Granaten machen hier so viel aus, ne? Das glaubst du gar nicht. Zur Stellung. Stellung kompromittiert. Bereich sichern. Ich schieb ein neues Magazin rein. Ah, verdammt. Ja, selber schuld, wenn man nicht nach rechts guckt, ne? Dann geht man halt ab und zu mal drauf. Wechsel das Magazin! Verbündete Drohne online. Da kommt eine Betäubungsgranate! Warum müssen das zwei sein? Scheiße, Mann! Geht das? Nee, nicht wirklich. Schade. War auf jeden Fall ein Versuch wert. Das wäre zu krass. Denke ich. Feindliche Ziele bei der Stellung. Stellung wurde verlegt. Zielgebiet. Ja, Verbrennungsgranate. Bedrohungen im Perimeter. Entdeckt nach Vorladung. Ja, ja, stimmt. Da war ja eine Trophy. Das bringt dann also gar nichts. Da-dum. Lade nach. Ah, da saß wirklich einer oben. Aber leider nicht oft genug hingehalten. Dass er halt stirbt. Ach, ganz hinten. Scheiße. Rein da. Ja, der Feind ist so hart am Gewinnen, ne? Das ist unnormal. Mission kompromittiert, Ziel erledigt. Ja gut, 10 zu 24. Alter, ist das scheiße. Oh mein Gott. Junge, 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 hab ich einen auf die Nase bekommen hier. Alter, das ist nicht mehr normal. Aber guten Fortschritt, also, na gut, okay. Wow, geil. Sehr schön, wir haben ja jetzt auch diese Tarnung freigeschaltet bei der neuen Waffe. Bei der, bei dem Sturmgewehr. Oder war das bei der Flinte? Ein von beiden auf jeden Fall. Ich glaube, das war das Sturmgewehr. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, schon Level 102, das ist sehr gut. Ne, hier dann auch nochmal einen ordentlichen Fortschritt gemacht. Gefällt mir. So, jetzt brechen wir mal eben kurz die Suche ab. Denn wir wollen hier... Ja, wir haben sie. So sieht es zumindest aus. Wir kontrollieren das natürlich hier auch nochmal. Aha, aha, aha. Alles klar. Erst natürlich hier nochmal die Bewaffnung, ne? Wo ist es? Ja, es war halt wirklich die Waffe. Es sieht halt einfach geil aus, finde ich. Deswegen lassen wir das auch so.
Großes Dekor, nein, danke, da brauche ich nicht mehr. Das sieht gut aus, das bleibt so. Waffe bauen, brauchen wir noch irgendwas? Griff wäre vielleicht noch von Interesse. Zielgeschwindigkeit, Rückschusskontrolle wird ein bisschen weniger. Ja. Aber das ist so viel Handhabung mehr. Und so wenig Rückschusskontrolle weniger. Ich denke, Munition wäre noch ganz geil. Und vielleicht ein Unterlauf. Einer, der nochmal was für die Zielgeschwindigkeit macht, ne? Oder ein bisschen für die Stabilität, um halt Präzision und Rückschusskontrolle ein bisschen auszugleichen. Das Minus, was wir da haben, durch den fehlenden Schaft. Das wäre noch ganz geil. Speichern wir uns die erstmal. Iso-Hemlock. Jo. Die andere sollten wir uns auch vielleicht nochmal speichern. Aber da möchte ich auch gerne nochmal... bei welchem war die jetzt? Sprühfarben denke ich nicht. Geometrisch, Streifen auch nicht. Tiger auch nicht. Oh, Drache? Nein. Digital? Wald mit Sicherheit nicht. Sprühfarben auch nicht. Ja, wo ist sie denn? Laub macht halt auch keinen Sinn. Unifarben erst recht nicht. Digital. Nein. Ah, guck mal, die. Haben wir auch bald. Fehlt auch nicht mehr viel. Drache. Nee, hallo? Hä? Bin ich denn blind? Nochmal alle einmal durch. Ach, da ist sie doch. Da ist sie. Sprüh. Ah ja, klar. Ja, Sprüh gibt eigentlich Sinn. Habe ich übersehen. Ich denke, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Auf der Waffe. Ja, das können wir auch umändern. Das bringt uns jetzt wirklich nicht viel. Gut, sehr schön. Hier können wir auch nichts weiteres montieren, was uns irgendwie wirklich weiterbringen würde. Ja, ich denke, das ist eigentlich ganz gut, was wir noch machen können. Wir haben die ja jetzt als Mod gespeichert. Na, wir können hier extra mal nachgucken. Genau, hier ist die Waffe. Einmal hier. Unterschall 300er Blackout. Ach so. Aha, was ist in jeder Situation vor? Okay, ja. Kurz nachdenken. Wir wollten eine andere Waffe nehmen. Wo finde ich die denn? Ich denke mal unter den DMRs. Genau. Boah. Tatsache, da ist sie. Ne, nicht Uhrzeit. Wir wollen das hier. Ach du Scheiße, das tut ja in den Augen weh. Also vor allem das. Oh, nee. Oh, da wird ja noch schlimmer, ey. Scheiße, das sieht, denke ich, gar nicht schlecht aus, was wir hier ausgewählt haben. Genau, das sieht ganz gut aus. Ja, klar, Anbauten geht gar nicht bisher. Wie viele Stufen hat er? 18, okay. Klar. Gut. Die könnten wir uns dann aber dementsprechend hier auch erstmal... Armbrustmod. Speichern, fertig. Ich würde sagen, die und die Flinte. Und dann... Oh ja, Chip mit 24-7. Knallgas. Da müssten wir vielleicht gleich nochmal eben kurz wechseln auf Werfer, damit wir das endlich fertig kriegen. Habe ich die ganze Zeit nicht dran gedacht, beziehungsweise die ganze Zeit nicht gemacht. Bisschen blöd, aber naja gut. Weil sonst hätten wir vielleicht jetzt schon Fortschritt bei den Bonus-Herausforderungen machen können. Ah, Shipment ist einfach geil. Egal mit wem ich gesprochen habe, der hier Modern Warfare 2 spielt. Shipment ist von wirklich jedem die Lieblingskarte. Danach kommt Shoothouse und den Rest, den mag irgendwie kaum einer. Ich finde die anderen auch, klar, man braucht eine Abwechslung. Man kann nicht nur Shipment spielen, irgendwann wird es langweilig. Aber so ein paar mehr Karten werden halt wirklich schon geil. Nochmal andere. Obwohl, eigentlich gibt es ja gar nicht mal wenig. Es gibt ja schon relativ viele. Aber die Karten haben jetzt nicht so, wo ich sage, wow, geil. Sondern ja, ist halt eine andere Karte. Aber Shipment, da sagt man schon, geil. Es sei denn, da gibt es so Leute, die hier mit Schilden rumrennen. Alter, für Shipment sollte es ein Schildverbot geben.
Ja, wir könnten das eigentlich jetzt erstmal direkt machen. Wo haben wir's? Wo haben wir's? Nahkampf? Nee. Ach, dafür haben wir das falsche Setup. Genau, da müssen wir das hier noch ändern. Aber das ist natürlich jetzt blöd. Sei denn... Ha! Direkt ein Doppelabschuss. Und wir können direkt das Setup wechseln. Nice! Gibt auch richtig viele Punkte, muss man sagen. Fuck. Das Ding ist geil. Es lädt halt ewig lange nach, aber das Ding ist direkt ein One-Shot, ne? Fuck. Ja. Ich konnte mich nicht richtig bewegen, ne? Ah, daneben. Schade. Ganz knapp daneben. Fuck, fuck, fuck. Ah, scheiße. Zu hoch. Komm, ein bisschen anstrengend hier. Kann nicht sein. Ah, verdammt. Feindliche Drohne in diesem Sektor. Es war vielleicht einfach nur ein Luckshot vorhin mit dem Kopf, weil irgendwie treffe ich jetzt gar nichts mehr. Ach, scheiße. Tödliche Präzision. Wir haben das halbe Feld verloren. Schlag zurück. Ha! Der mit seinem Messer und ich klopp den kaputt. Oh, jetzt kloppt der mich kaputt, Mann. Wo hast du Schießen gelernt? Ah, scheiße! Ah, kacke! Der Typ hat mich wohl gar nicht gesehen, ne? Ey, das Ding ist eigentlich mega geil, ne? Ich bin mal gespannt, was sie hier für einen Fortschritt gemacht haben mit dem Ding. Gleich nach der Runde. Verdammt! 13 Abschüsse.
Ah, Junge, was war das denn? Okay. Wahrscheinlich ein Sniper und eine Granate zugleich. Da hinten kommt einer, bin ich mir sicher. Fuck! Der ist nicht angekommen. Der Präsentkorb ist einfach nicht angekommen, leider. Ach so, Blenden ist unsere Nebenherausforderung. Scheiße. Ach, komm schon. War im Reload. Was will ich da machen? Nice, 19 Kills. Finde ich in Ordnung. Gute Arbeit. Also 17 mit dem Bogen, das ist gar nicht mal schlecht, finde ich. Oh, aber auch nur ein ganz knapper Sieg. Ey, wir haben eine positive KD mit dem Ding. Es ist der Hammer, ne? Gut, es macht halt mit einem Schuss einen Kill, ne? Das ist halt das Schöne an dem Ding. Du musst nicht 5 Kugeln treffen oder so, wo der Gegner hüpfen kann oder was weiß ich. Egal, wo du triffst, du machst den einfach weg, ne? Ja, da haben wir auch das abgeschlossen. Sehr schön. Und jetzt? Die Armbrust. Schön. Ja, Pila natürlich auch ein bisschen. Einmal in 2 Kills. Was haben wir hier? 30 Abschüsse, wir haben schon 18 und blenden sie 3 Gegner. Das kriegen wir doch wohl hin, dafür 10.000 Punkte. Ja, easy, Hammer. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ja, der Event ist für uns natürlich dann abgeschlossen. Battle Pass ist dann nur noch unser Ziel, da voranzukommen. Der Rest ist dann wieder erstmal egal. Gut, wieder Shipment. Natürlich ist ja Shipment 24/7. Finde ich gut. Ne, die Lockwood könnte man eigentlich auch verbessern. Aber wir haben auch noch ein anderes Setup für die Lockwood. Fällt mir ein. So ein fertiges. Präzisionszwiebel, Zielgeschwindigkeit und geringere Streuung. Na, weiß ich nicht, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Dann nehmen wir lieber sowas hier. Wie weit ist die Pumpe eigentlich? Die ist schon auf Stufe 4. Junge, da geht's ja richtig voran mit dem Ding. Ja, richtig einen Fortschritt kriegen wir dahin. Ja, Visierung könnten wir natürlich auf die Armbrust packen. Mit der Armbrust zielst du sowieso nicht wirklich schnell, sondern du zielst, gehst zielend um die Ecke und mäst den halt mit einem Schuss weg, ne? Also so läuft's ja bisher ganz gut auch. So will ich das natürlich dann auch beibehalten gerne. Genau. Wir nehmen Bravo ein. Verdammt, ich hab nichts gesehen, weil er mir da durchgerannt ist. Die Sau. Mensch. Ja. So, tägliche Bonusherausforderung abgeschlossen. Oder einen Teil davon zumindest. Okay. Verdammt. Danke für den Assistant. Und, oh gut, aber ich wurde sowieso gestorben. Also ist auch egal. Tada. Alpha gesichert. Der Feind hat Charlie eingenommen. Bravo wird gesichert.
Das Radar ist einfach geil, du weißt direkt, wo du hinziehen musst. Das rettet einen schon scheiße. Gut, ehrlich, das ist... Scheiße, jetzt bin ich weg, aber dann liegt da eine Clustermine und ich spreng sie trotzdem weg, ne? So haben wir jetzt schon 8 Kills. Ich denke, das ist gar nicht schlecht. Ah, shit, daneben gehalten. Scheiße. Ah, er hat sich gebückt im falschen Moment. Scheiße. Fuck. Fuck, ja, der weiß halt, wie er es machen muss, ne? Alter! Den habe ich beim Drehen einfach erwischt. Krass. Gar nicht mal schlecht, du. Die Distanz finde ich erstmal ganz gut. Ach, scheiße. Mein tragbares Radar ist natürlich jetzt auch im Arsch. Und ich renne noch mal in den Mörserschlag. Danke dafür. Sind wir jetzt hier endlich mal durch mit der Scheiße? Meine Fresse, ne. Geh da weg, geh da weg. Ey, besser als jedes Sniper. Wir nehmen Bravo ein. Feindliche Drohne über uns. Und du hast unfassbar viele Schüsse, ne? Shit. Das war nicht gut. Bravo gesichert. Das war ein bisschen blöd. Ah, fuck. Trau dich nochmal, trau dich, trau dich. Nee, der ist schon tot. Der scheint tot zu sein. Ah, verdammt. Ich dachte, der rutscht noch ein Stück weiter. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Aber tragbare Radar ist halt einfach mega geil. Du siehst genau wo, du siehst von... Du siehst so viel, das ist zu geil. Ah, verdammt, ich bin an einem Karton hängen geblieben. So eine Scheiße. Ah, verdammt, ja, okay. Wenn du beim Spawn schon nichts siehst, ne, dann weißt du, das ist einfach nichts gerade. Ja, Reload, ne. Aber ey, 18. 18 Kills. 18 Kills ist schon stark. Verdammt. Verdammt. Scheiße, nein. Ich habe ihn selber getroffen. Ich wusste nicht, was ich machen soll, wenn ich im Reload bin. Was willst du da machen? Ne? Und du kannst dich auch noch aufstützen mit dem Ding. Das ist so unnormal. Na, verdammt. Zack. Auge um Auge. Was? Da habe ich nichts gesehen.
Da bin ich ehrlich, den habe ich nicht kommen sehen. Aber ist ja nicht schlimm. Ja, ist ja nicht schlimm, genau. Haben wir. Der ist weg. Ha! Scheiße, daneben. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Wir nehmen Charlie ein. Es war halt einfach zu close. Wir haben alle Zielobjekte verloren. Wir müssen das Blatt ändern. Nee, nee, nee. Wir nehmen Bravo ein. Schade. Charlie wird gesichert. Gebt ihr Rücken. Wir nehmen Charlie ein. Wir kontrollieren Charlie. Verdammt! Scheiße! Mach Krabum? Nee, macht er nicht. Ah, verdammt! Mann, es läuft jetzt einfach gar nicht mehr, ne? Blendgranate da rein. Ey, der hätte doch ankommen müssen. Zack. Schön, dass er geleuchtet hat. Den hätte ich sonst nämlich nicht erkannt, bin ich ganz ehrlich. Den hätte ich sonst echt nicht entdeckt. Das Spotting. Tja, das Radar haben wir halt leider nicht mehr. Feindliche Drohne aktiv. Verdammt. Wir verlieren Bravo. Zu langsam. Unser Mörserschlag ist im Anflug. Greifen wir Bravo ein. Granate geworfen. Ja, Auge um Auge. Gehen wir wieder mal nach Charlie. Ja, das war ein Kill, das habe ich gehört. Aber ich glaube, ich bin in die Claymore reingerutscht, ne? Vielleicht sehen wir es aus ihrer Sicht ein bisschen einfacher. Ja. Ja, ich bin voll in die Claymore gerutscht. Scheiße. Ha! Hab die getroffen, ey. Alpha wird gesichert. Wir verlieren Bravo. Zielobjekt Charlie wird gesichert. Bonus aufgeworfen. Ich werfe eine Blendgranate. Ei, sei safe. Geht ab mit der Granate. Wir nehmen Alpha ein. Zielobjekt Charlie gesichert. Feind nimmt Bravo. Aha. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Shit. Verbündeter Marschflugkörper im Anflug. Wir verlieren Bravo. Ah, verdammt. Ich konnte halt einfach nichts sehen. Setze Bordladung ein. Wir gehen ohne Scheiße. Wir kontrollieren zwei. Wir werden geschossen. Termin eingeschossen. Sicher Bravo. Fuck. Ja, endlich. Ach, ich renne rein, ich sehe wieder gar nichts mehr. Wo liegen die wieder? Na, der ist unser.
Unser liegt da so ekelhaft auf dem Boden. Mate? Mate. Ah, verdammt! Ja klar, der sieht den Kopf, der oben drüber rausragt. Ja, wenn du... Ah, wir haben gewonnen! Ja. 29 Kills. Eine Eroberung. Sehr schön. Na gut, 35 Tote, leider ein bisschen zu viel im Vergleich zu den 29 Kills, aber hey, mein Gott, wir sind mit der Armbrust unterwegs und davor die Runde, die war super. So, Battle Pass Punkt. Den können wir uns gleich nochmal anschauen. Zeigt mir die Waffen. Ja, sehr schön. Tägliche Herausforderung, Bonus-Herausforderung, ne? Alles erfüllt. Schön, guten Fortschritt hier gemacht, dort auch. Wow, richtig gut vorangekommen mit der Armbrust. Steigen wir hier mal eben aus. So, ja, was wir alles gemacht haben, ey. Geil. So, was machen wir hier? Genau, wir sind hier, also nehmen wir, ja, wir müssen den hier, dann können wir uns zumindest danach die Waffe holen. Brüchiger Friede. Brüchiger Friede. Ja, super. Sieht gar nicht schlecht aus. Sieht echt nicht schlecht aus. Ja. Gehen wir zur Bewaffnung. Einmal ganz nach hinten zu unserer Armbrust. Wir können den Schaft modifizieren. Okay, das ist negativ für die Zielgeschwindigkeit. Aber der, boah, Zielstabilität ist ja eher egal. Wir müssen ja nur irgendwo treffen. Bewegungstempo beim Zielen, Sprinttempo, okay. Das hätte ich gerne. Das hätte ich auf jeden Fall gerne. Draht. Achso, das ist der Draht hier, um das Ding zu ziehen. Bolzentempo, okay. Ja, da, ja. Höhere Reichweite, ne? Bringt uns das wirklich was? Mehr Reichweite? Das Ding hat schon mega Reichweite. Ich glaube, das reicht. Wir wollen das Ding ja eh nicht auf großen Distanzen benutzen, eigentlich. Bolzen würde, wäre vielleicht noch ganz interessant. Laser auf jeden Fall, damit das Ding stabiler wird. Ne? Ja. Dann würde ich das Ding gar nicht mal modifizieren, sondern einfach genauso lassen, weil, was wollen wir da machen, ne? Gut, und wie sieht's bei dem Teil hier aus? Da sind wir, glaube ich, gar nicht weitergekommen. Deswegen, egal. Ja. Ich würde sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier bei Modern Warfare 2 wieder.